Hallo und herzlich willkommen zu SBC. Nun, lasst mich mal eines klarstellen. Ja, ich bin Trump-Fan. Das sage ich offen und ehrlich. Das mag vielleicht viele von euch Deutschen jetzt verwundern, aber lasst mich euch die Sache mal erklären. Der Donald Trump, den ihr kennt, das ist nicht der Donald Trump, den ich kenne. Wie kommt das, fragt ihr euch? Naja, das kommt einfach daher, dass der Donald Trump, über den sie im Fernsehen berichten, nicht der Donald Trump ist, der im Weißen Haus sitzt. Alles, was die Presse bis jetzt getan hat, und das weltweit, war es, Donald Trump zu diskreditieren. Egal, ob er etwas macht, das gut ist, es wird das schlecht dargestellt. Und ich gebe euch sogar ein Beispiel. Als Donald Trump, um die Corona-Pandemie einzudämmen, die USA abgeriegelt hat, hat man gesagt, er wäre verrückt, er würde überreagieren. Und was macht er da eigentlich für einen Scheiß? Ja, als Söder ihm das dann nachgemacht hat, nur ein paar Wochen später, da hat man es plötzlich für angemessen empfunden. Ja, mal ehrlich, man hat Söder dafür beklatscht. Man wird Söder wahrscheinlich vom Kanzler machen dafür. Aber Trump macht dasselbe und den macht man zum Buhmann. Aber warum ist das Ganze so? Ja, da kommen wir auf die von Trump so oft erwähnten Fake News zu sprechen. Diese sogenannten Fake News, woher kommen denn die? Die kommen von der Presse, klar. Die macht ja schließlich Nachrichten. Ja, aber wer ist eigentlich die Presse? Das wisst ihr nicht? Ja, es ist nämlich so. Diese ganzen Sender, die ganzen Networks, die ganzen Zeitungen und das ganze Zeug, die gehören ein paar großen Unternehmen. Könnt ihr nachsehen. Das ist online verfügbar. Alle Presseunternehmen, alle Fernsehsender, vor allem ein paar Unternehmen. Es gibt ein paar eigenständige kleine Sender, aber der Großteil davon wird von einer Handvoll Menschen kontrolliert. Das heißt, weniger als 10 Menschen weltweit entscheiden, was wir hier sehen und was für uns Wahrheit und Nachrichten sind. Ja, und dass diese Leute nichts Gutes im Sinne haben, das hat Trump uns ja oft bewiesen. Und das haben sie uns auch selbst bewiesen. Ich meine, hätten diese Leute tatsächlich sich zurückgehalten und einfach die Wahrheit über Trump berichten lassen, habt ihr denn jemals im Fernsehen irgendwas Positives über Trump gehört? Nein? Glaubt ihr tatsächlich, dass Trump nichts Positives gemacht hat? Da täuscht ihr euch aber weit. Seht euch doch mal die Wahlergebnisse an. Trotzdem vermuteten Wahlbetrug. Es ist messerscharf. Es ist sowas von knapp. Ja. Es ist so knapp, dass selbst ein paar gefälschte Stimmen eben tief ins Gewicht fallen. Aber kommen wir mal darauf zurück, wie knapp es ist. Es ist eben so knapp. Woran liegt das? Warum ist es so knapp, wenn alle Donald Trump hassen? Hä? Wie kommt das? Er müsste doch Biden mit einem Erdrutschsieg gesiegt haben. Der müsste doch eine 100% Mehrheit haben. Ist aber nicht so. Die Amerikaner lieben Donald Trump. Und warum lieben sie ihn? Weil er etwas für sie getan hat. Er hat das größte Problem angegangen, das Amerika seit Jahrzehnten verflucht. Und lasst mich das mal einfach kurz zusammenfassen. Amerika, die USA, kennen bloß zwei Zustände. A. Krieg. B. Wirtschaftskrise. Und das lässt sich ganz einfach so beschreiben, dass sich die USA entweder im Krieg oder in einer Wirtschaftskrise befinden. Donald Trump, den ich immer den Präsident des Friedens nenne, hat angefangen, diesen Missstand zu beheben, indem er einfach ein bisschen radikal durchgegriffen hat. Ja, er hat die Chinesen ein bisschen angepisst, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr, wenn man bedenkt, wo dieser Virus herkommt. Ja, Donald Trump hat hart durchgegriffen. Er hat die Zölle erhöht. Das war für Deutschland schlecht, das war für China schlecht. Ui, dafür haben sie ihn gehasst. Aber andererseits, für Amerika war das toll. Die amerikanische Stahlindustrie, um nur eine zu nennen. Die ganzen Stahlhütten standen leer. Die Leute waren arbeitslos, die sind dahin gesiegt. Das waren ganze Städte, ganze Regionen. Ja, da gab es plötzlich wieder Arbeit.
Auch das so kritisierte Wracking, ob man es jetzt schätzt oder nicht, tja, das hat Arbeitsplätze geschafft. Das hat Wohlstand geschafft. Das hat den amerikanischen Arbeitern Geld in die Geldbeutel gespült. Ja, und damit hat er natürlich einen Stein im Brett. Ich meine, seht euch doch mal Deutschland an. Wenn jetzt irgendjemand käme, würde in die DDR gehen, die ehemalige DDR, und würde dafür sorgen, dass jeder dort eine gut bezahlte Arbeit hat. Dass jeder mal richtig Geld hat. Weg von Hartz IV, sondern richtig Geld. Dass er stolz drauf sein kann, Deutscher zu sein. Würden die den nicht auch lieben? Ja, aber kommen wir mal eben zurück zu den positiven Dingen, die Trump in seiner Amtszeit getan hat. Und das war nur eine Amtszeit bis jetzt. Er hat einen Atomkrieg mit Korea verhindert. Ja? Das war der Atomkrieg, von dem Barack Obama noch gesprochen hat. Ja? Er hat auch Frieden mit den Taliban geschlossen. Bye-bye Terroranschläge. Zumindest was die USA angeht. Hierzulande? Na, das ist was anderes. Denn wir haben ja keinen Frieden geschlossen, die Deutschen. Ja, was hat er denn noch Positives getan? So viele Dinge. Ja, Trump hat so viele positive Dinge gemacht, dass ich sie hier gar nicht alle aufzählen kann, denn sonst würde dieses Video wirklich die 15-Minuten-Grenze übersteigen. Aber fassen wir doch einfach mal zusammen, Trump hat viele positive Dinge in seiner Amtszeit gemacht. Und nehmen wir einfach mal ein Gegenbeispiel. Nehmen wir mal Barack Obama. Den lieben die Deutschen, den lieben angeblich auch die Amerikaner. Nun, sehen wir mal hin zu seinem Krisenmanagement. Trump hat in der Corona-Pandemie wenigstens versucht, sein Bestes zu tun. Als dieser Wirbelsturm kam, hat man von Obama nichts gesehen. Ein weiteres Obama-Beispiel, wenn es mir jetzt wieder einfällt. Moment mal. Was hat Obama sonst noch getan? Oh ja, natürlich. Er war schwarz. Wow! Hautfarbenbonus. Da kriegt man doch gleich einen Nobelpreis, nur weil man schwarz ist. Das ist doch toll. Ja, hat Obama etwa auf sein Gehalt als Präsident verzichtet? Nein, warum sollte er auch? Aha, Moment mal. Das hat Trump ja gemacht. Das hat auch keiner mitbekommen. Ja, als der letzte Schwarze erschossen wurde? Oh, er hat Amazing Great gesungen. Wow, das ist eine Leistung. Schwarze werden immer noch erschossen. Trump hat übrigens der Familie von George Floyd auch seinen Beileid ausgedrückt. Hat bloß keiner mitbekommen, hat die Presse nicht wirklich darüber berichtet. Und kommen wir mal zurück zu Obama. Was hat er sonst noch getan? Ich meine, war da noch irgendwas? Ja, eine Sache war noch. Ja, er hat einen alten, wehrlosen Mann exekutieren lassen. Sein Name war Bin Laden. Unschuldiger Mann. Zumindest was die verfassungsmäßige Rechte angeht. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass es da jemals einen Prozess gegeben hat. Einfach schnipp und tot. Ja, also was den Kaltblütigkeitsfaktor angeht, muss ich Barack Obama da definitiv einen Punkt des Bösen geben. Jetzt hat er wenigstens einen Eintrag mehr, den er neben seinem Namen auf die Liste schreiben kann. Barack Obama, erster schwarzer US-Präsident, hat Osama Bin Laden den bösen, bösen Terroristen töten lassen. Wow. Ja, oh, und Obamacare. Oh nein. Es hört sich ja ganz toll an. Und ich finde auch wirklich, dass jeder Amerikaner eine Krankenversicherung haben sollte. Aber Obamacare, wenn ihr euch das Systemkonzept mal durchliest, das ist grauenhaft, das ist dämlich, es bevorzugt die einen, benachteiligt die anderen, es ist ein Mist. Und, ja. Mehr braucht man dazu gar nicht sagen, das geht einfach zu weit ins Detail. Naja, kommen wir mal zurück zu Donald Trump und warum ich Trump-Fan bin. Ja, ich bin Trump-Fan, weil Trump ein Präsident ist, der kein Politiker ist. Weil Trump seine Meinung sagt, auch wenn sie politisch inkorrekt ist. Trump steht für seine Leute ein. Trump steht für sein Wort. Trump tut sein Bestes. Und was haben die anderen gemacht bis jetzt? George Bush? Oh nein. Wollen wir gar nicht mehr von der Verschwörungstheorie mit dem World Trade Center anfangen, die ich befürworte. Aber naja. Ja.
Naja, also alles in allem. Da ich schon sehe, dass die Kamera hier gleich abschalten wird, weil der Akku leer ist, fasse ich einfach mal nur zusammen. Die USA lieben Donald Trump. Viele Amerikaner, die Mehrheit der Amerikaner. Tja, die anderen Länder, die lieben ihn nicht. Nun, kommen wir jetzt mal zum wichtigsten und letzten Punkt dieses Videos. Dem Punkt des Wahlbetruges. Ja, Donald Trump hatte es ja immer schon vermutet und vielleicht einfach ein bisschen zu laut vermutet, denn jetzt glaubt ihm vielleicht auch keiner mehr. Das ist so wie mit dem Kerl, der immer Wölfe geschrien hat, aber irgendwann wurde er am Schluss gefressen und so ist es mit diesem Wahlbetrug jetzt eben auch. Es ist ja wohl so, in den USA ist Wahlbetrug praktisch schon Tradition. Ja, sehen wir uns doch nur mal George Bush an. Und da ist auch irgendwie eine ganze Menge Wahlurnen damals verschwunden. Und es ist in den USA auch nicht ungewöhnlich, dass ein Friedhof mitwählt oder ein Haustier. Ja, oder wie es hier damals in Deutschland war. Im Altersheim, die Leute, die eigentlich schon überhaupt nicht mehr denken können, aber noch nicht entmündigt sind. Ja, da kommt dann plötzlich die liberale Krankenschwester, nimmt ihre Briefwahlzettel, kreuzt für sie den Kandidaten ihrer Wahl an und schickt die weg. Und das ist eben auch Wahlbetrug. Und das ist Wahlbetrug, der schwer zu beweisen ist. Wie auch. Na gut, ein weiterer Punkt mit dem Wahlbetrug. Wahlbetrug ist auch nicht so etwas Undenkbares, Seltenes, Extrem, Unglaubliches. Und wir sehen ja, dass unsere Regierung sich auch in den Wahlbetrug anderer Länder, wie zum Beispiel den von Weißrussland, einmischt. Ja, das stochert man lieber ins Hornissennest und provoziert den Dritten Weltkrieg, indem man dann irgendwann in Weißrussland einmarschiert, aber ja. Ich sage euch mal ganz klipp und klar. Es war Wahlbetrug. Dass der Wahlbetrug gelaufen ist, ich glaube es. Ich weiß nicht in welchem Umfang, aber ich glaube nicht, dass diese Wahl koscher war. Ja. Also. Sehen wir uns ja dann mal. Genau. Wir sehen uns dann.